Liebe Brüder und Schwestern, Jesus haucht seine Jünger an und spricht: Empfangt den Heiligen Geist. Ja, von diesem Geist Gottes erfüllt, schenkt Jesus seinen Aposteln und den Nachfolgern der Apostel diese Vollmacht, Sünden zu vergeben. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr diese Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ja, Jesus schenkt diese Vollmacht, Sünden zu vergeben, weil er der Sohn Gottes ist, der Retter und Erlöser. Weil er die Vergebung unserer Sünden ist. Weil er unsere Sünden getilgt hat durch sein Opfer am Kreuz, durch sein bitteres Leiden und Sterben für uns. In seinem eigenen Blut hat er uns reingewaschen von aller Schuld. In seinen Wunden schenkt er uns Heilung unserer inneren Wunden. Diese Wunden, die Sünde geschlagen hat in unserer Seele. Und er schenkt uns neu diese Gemeinschaft mit dem Vater im Heiligen Geist. Was für ein Geschenk, für eine Gnade. Der auferstandene Herr, er schenkt uns neu diese Gemeinschaft mit dem Vater, die Gotteskindschaft. Und er schenkt uns seinen Geist. Und nicht immer kommt dieser Geist so machtvoll, wie wir heute in der Apostelgeschichte gehört haben. Dort kam der Geist Gottes mit Kraft, wie ein Sturmwind in Feuerzungen, unüberhörbar, unübersehbar, kam er auf die betende Gemeinde herab und befähigte sie, Zeugnis zu geben vom Evangelium, von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Auferstandenen. Er schenkt diese Gabe der Sprachen, sodass die Apostel fähig sind, dieses Evangelium zu bezeugen, diese Herrlichkeit Gottes zu verkünden in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Auch das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Aber meistens kommt der Geist Gottes zu uns viel unscheinbarer, viel stiller, viel leicht überhörbarer. Ja, diesen Geist Gottes haben wir schon empfangen, er ist in uns. Er möchte in uns wirksam sein. Dieses Feuer Gottes in uns möchte unser Herz immer wieder reinigen. All das verbrennen, was Dürre in uns ist, Dürre durch unsere Sündhaftigkeit, durch unsere Gottlosigkeit. Was Dürre ist in uns, weil wir manchmal so viele Götzen in uns tragen, die Stelle Gottes einnehmen wollen. Wie oft ist uns das Geld und der Besitz wichtiger als Gott? Wie oft ist uns das Ansehen bei den Menschen wichtiger als diese Gemeinschaft mit dem einen dreifaltigen Gott? Wie oft drücken wir uns davor, die Wahrheit zu sagen? Dieser Geist Gottes befähigt uns zum Zeugnis für die Wahrheit. Er befähigt uns, dass wir auf die Stimme unseres Gewissens hören. Da spricht oft der Geist Gottes zu uns. Nicht so machtvoll und laut, sondern meistens ganz still, unaufdringlich, aber mit einer unbändigen und unbesiegbaren Kraft. Der Geist Gottes in uns, er ist Licht, er überwindet das Dunkel in uns, was dunkel und düster ist, unseren Egoismus, er bricht uns auf, er öffnet unser Herz für Gott, für den Vater, aber auch für den Mitmenschen, sodass wir aufhören, ständig um uns selbst zu kreisen. Und er befähigt uns, dass wir auch die Bedürfnisse unserer Mitmenschen sehen, wahrnehmen, uns in Liebe unseren Mitmenschen zuwenden. Ja, es ist ja dieser Geist der Liebe, der uns dazu befähigt. Er beflügelt uns sozusagen, er hebt uns empor über unsere menschlichen Möglichkeiten hinaus.
mit seinen vielfältigen Gaben und Charismen, die auch wir erhalten haben. Oft liegen sie brach in uns, weil wir gar nicht bemerkt haben, dass wir sie haben, weil wir sie oft nicht benutzen, sie nicht zur Entfaltung gebracht haben. Was schlummert alles in uns an Fähigkeiten, an Begabungen, an guten Kräften, an Geistesgaben, und wir setzen sie oft gar nicht ein, weil wir vielleicht auch zu bequem, zu träge sind oder weil wir einfach gar nicht wahrgenommen haben, dass sie da sind. Der Geist Gottes, er ist diese Salbung, die uns so wohl tut, die sich auf unsere inneren Wunden legt, die Heilung schenkt, Verletzungen wieder zum Heilen bringt, diese Kraft schenkt zum Verzeihen. Und es ist zugleich auch ein Öl, das wie eine Schmierung ist, damit sozusagen dieser Motor unseres Lebens wieder gut läuft. Auch beim Motor brauchen wir immer dieses Öl. Wenn das Öl fehlt, dann geht etwas kaputt, etwas in Brüche. Ja, so ist dieser Geist Gottes, diese Salbung Gottes, zugleich Öl, das heilt, heilsame Salbe und auch Schmierung für unser Leben sozusagen, für unser Zusammenleben in Liebe. Denn nur in der Liebe können wir wirklich immer mehr eins werden. In der Liebe wird alles leicht, läuft alles leicht. Wo die Liebe fehlt, da gibt es immer Reibungspunkte und da kann es dann Brüche und Risse geben. Dieser Geist Gottes überwindet die Brüche, er heilt sozusagen auch diese Risse unseres Lebens, auch in unseren Beziehungen. Und der Geist Gottes ist in uns manchmal so wie ein erfrischender Regen. Gestern hat es ja sehr stark geregnet, aber der Geist Gottes ist oft so ein sanfter Regen, der uns einfach wohltut, der uns erfrischt wie so ein frischer Wind, wie die frische Luft, die Abkühlung schenkt in der Hitze, die uns einfach aufrichtet, belebt. Auch so ist der Geist Gottes in uns und durch uns. Er erfrischt uns, er belebt uns, er stärkt uns, wenn wir erschöpft sind, dass wir den Herausforderungen des Alltags wieder gut begegnen können. Ja, der Geist Gottes, er schenkt auch Kraft und Zuversicht. Er ist sozusagen auch immer dieser Treibstoff unseres Lebens. Wenn bei unserem Fahrzeug, bei unserem Auto zum Beispiel, der Treibstoff ausgeht, dann steht alles still, dann kommen wir nicht mehr weiter. Dieser Geist Gottes, er ist sozusagen dieser zündende Treibstoff unseres Lebens. Er ist wie Flugbenzin, er hebt uns empor, ja, er verleiht uns wirklich Flügel, sodass wir die Dinge ganz leicht bewältigen können, viel leichter, als wir uns das je vorgestellt haben. Und vor allem schenkt der Geist Gottes diese Fähigkeit, dass wir ja, diese alltäglichen Dinge, die wir zu tun haben, unsere alltäglichen Pflichten, nicht nur einfach tun, damit sie getan sind, sondern dass wir sie in Liebe tun. Und alles, was in Liebe getan wird, hat unermesslichen Wert, hat Wert für die Ewigkeit. Ja, bemühen wir uns, dass der Geist Gottes uns neu erfüllt mit seiner Kraft, dass er uns Einheit schenkt, Einheit im Leib Christi. Wir sind ja Glieder des einen Leibes, wie wir heute auch in der Lesung gehört haben. Wir sind füreinander da, mit unseren Fähigkeiten und Begabungen sollen wir einander helfen, einander beistehen, einander in Liebe dienen. Durch die Liebe, durch diese göttliche Liebe in uns,
wird die Welt verwandelt, wird auch unser eigenes Herz, unser Leben verwandelt und werden wir zu neuen Menschen, zu glaubwürdigen Zeugen Jesu und seines Evangeliums. Amen.